Hallo Henk, grüß dich. Hast du eine Sekunde für uns? Ja, sehr viel. Ja, herzlich willkommen bei Rhönfrid TV. Henk, du bist ja auch schon viele Jahre hier auf der polnischen Messe in Sosnowitz, früher in Katowice. Viele Jahre. Was sind deine Eindrücke von der diesjährigen Messe? Ja, ich muss erst sagen, das Wetter ist natürlich hervorragend. Das ist günstig. Kein Schnee, keine minus 20 Grad. Und sonst habe ich schon viele, viele Leute gesehen heute Morgen, also begeistert. So viel los, das war früher auch auf deutschen Messen und in Holland. Aber hier ist noch super. Sieht das gut aus. Deswegen sind wir hier, weil hier noch relativ viele Züchter die Messen besuchen, sehr euphorisch auch sind. Du hast noch Tauben dabei, sind das Tauben aus deiner Zucht? Ja, meine Tauben sind an der Seite, ja, das sind Tauben von mir. Einige Weißreckentauben, alte Krugrasse und einige Gabi, einige Wanderbauer, so. Immer ein bisschen anbieten. Die Tauben sind bei den polnischen Züchtern auch ganz wichtig. Die sind beliebt und das sind bekannte Rassen. Wir versuchen ordentliche Tauben anzubieten für preiswert, so gesagt. Nein, man tut was. Ja, prima. Was sind die nächsten Events jetzt nach diesem Wochenende? Bist du in Bukarest dann auch Ende Januar? Nicht in Bukarest. Ich muss nach Rumänien die nächste Woche. Aber Bukarest. Ja, aber dann bin ich nicht auf der Messe. Ah, okay. Das ist für andere Sachen. Ja. Und dann muss ich nach Südafrika anfangen. Wir haben ja jetzt am gleichen Wochenende in Blackpool, dort bist du dann gar nicht sein. Oder fliegst du vielleicht jetzt noch nach Blackpool? Unsere Klinik aus London, aus Colchester. Mit Lee und David, kenne ich schon gut. Die sitzen in Blackpool, stimmt. Ja, dann das ist unser Problem, wenn wir parallel mehrere Messen haben, auf wichtigen Messen. Immer ein Problem. Dann wir können es nicht teilen. Und nächstes Jahr kommt die Olympiade wieder dabei, dann haben wir extra Probleme. Aber gut. Ja. So ist es immer. Viele Messen im Winter eben. Genau, wie die Olympiade in Brüssel. Da gehe ich von aus, da plant ihr auch wieder einen entsprechend repräsentativen Stand. Sind wir wieder Sponsor, denke ich, einer der Hauptsponsoren. Und wir haben jetzt in diesem Jahr nach Blackpool, nach dieser Messe dann noch die Frühlingsmesse, die Messe Fugare in Belgien. In Fugare, dritte Woche in Februar. Ja. Und dann Anfang März in Houten. In Houten noch. Frühlingsmesse. Ja. Und dann geht es so langsam in die ruhigere Zeit wieder. Ja. Aber die Tabensaison geht die ganze Zeit. Überall. Okay, Henk, dann wünsche ich viel Erfolg. Danke auch. Dass die Ziele erreicht werden, die du mit den Messen verbindest. Und du hast mir immer gesagt, die Welt ist groß genug. Keine Probleme. Wir sind Freunde und gute Kollegen. Und treffen uns mal wieder irgendwann wieder in ein Forum oder so. Ja, okay? gerne. Das hat auch viel Spaß gemacht. Damals in Paderborn. Super, danke. Henk, alles Gute. Gute Geschäfte, danke schön. Danke. Tschüss.